Moin meine lieben Stachel, willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Und zwar gehen wir heute mal bei Just Nero rein. Dieses Unternehmen betrügt mich um mein Geld und stellt dreiste Forderungen. Was ist denn da los? Das interessiert mich. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon informiert seid. Wahrscheinlich schon. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gehe mal rein. Freunde, bevor wir den Körper in dieses wunderbare Unternehmen machen, welches mich um mein Geld betuppt hat, möchte ich noch kurz was ansprechen. Erst einmal, liked mein Video. Oder tut's nicht, mir eigentlich auch egal. In den nächsten 1 bis 2 Monaten werdet ihr wahrscheinlich das ein oder andere Placement mehr von mir aufs Auge gedrückt bekommen, so auch in diesem Video. Ich habe zurzeit viele Kosten, die gedeckt werden müssen. Ich richte mein Streamingzimmer ein, Anwaltskosten, vorläufige Gerichtskosten, Steuern, bla bla bla. Es ist einfach teuer im Moment. Deswegen seht es mir bitte nach, Freunde. Kommen wir zum Thema. Ein Unternehmen, welches mich um mein Geld betrogen hat. Zumindest aus meiner Sicht. Bei diesem wunderbaren, kompetenten, super tollen und ich erwarte Böses. Unternehmen handelt es sich um PaySafeCard. Da gibt es ja auch durchaus einige weitere Dinge zu kritisieren, aber dazu kommen wir gern Ende des Videos. Ich muss zunächst ein kleines Geständnis machen, warum ich mir überhaupt eine PSC gekauft habe. Also, durchatmen. Es wird jetzt nicht einfach, das zuzugeben. Ich habe wieder angefangen, Metin 2 zu spielen. Und ich bin einer dieser ganz besonderen Menschen, die dazu tendieren, Geld für Spiele auf den Kopf zu hauen. Die Impulskontrolle, ne, die ist einfach omnipräsent. Ich weiß nicht, was mehr Grund liefert, mich auszulachen, dass ich Geld für Spiele ausgebe oder dass ich Metin spiele. Na, schreibt es mir in die Kommentare. Ich war einfach... Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe selbst schon mal irgendwie dämlich Geld rausgehauen für ein Spiel. Ich meine, dass man Geld für Spiele ausgibt, klar, beim Kauf. Mikrotransaktionen und so bin ich, hab ich mal, also nie viel. Ich glaube, bei GTA Online früher, weil das ja auch so scheiße teuer ist da, wenn du dir da irgendwie ein Auto erspielen willst, habe ich mir, glaube ich, schon mal eine Sharkcard gegönnt, wo ich mich heute echt tierisch drüber ärgere. In dem Moment habe ich es natürlich gefeiert, weil geil, ich konnte mir ein fettes Auto kaufen und im Endeffekt, ja, war's für ein Arsch, ne? Auch ganz normal einkaufen und da habe ich sie gesehen. Diese wunderbare blau-weiße PaySafeCard und da dachte ich mir, yo, Rezo hat einen Kickstart fürs Aline-Hate-Game gemacht. Jetzt mache ich mal einen Kickstart im Metin-Game. 50 Euro auf die Theke gelegt und mit der Karte nach Hause stolziert. Alles gut soweit, ne? Das heißt gut, ich bin Volltrottel, dass ich für ein Spiel so viel Geld ausgebe. Ich wollte dann die PSC auf den Kopf hauen und was sehe ich da? Eine Fehlermeldung. Deine Zahlung konnte aus Sicht Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden. Klicke bitte hier, um Kontakt mit unserem Service-Team aufzunehmen. Ich hoffe, das kommt nicht so oft vor. Bis gar nicht. Ich musste jetzt eben Werbung überspringen, deswegen hat er wahrscheinlich nicht vorgeladen. Mein Internet ist im Moment ne? Ich hoffe, ich kriege bald mein neues. Das heißt, PaySafe hat meine Karte, für die ich Geld bezahlt habe, aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ist okay, wenn PaySafe denkt, mich bevormunden zu können und er weiß, wann sich eine Bezahlung von mir in sehr, sehr gefährlichen Gefilden befindet. Ne? Ich meine, Kindheitsspiele, die zwar nicht gerade die besten sind, aber einfach mal aus Nostalgiegründen wieder angeschmissen werden, sind ja in der Tat was richtig Gefährliches. Ne? Also, Obacht. Gut, es war halt ein dummer Fehler, sowas kann ja mal passieren. Ich bin dem Klicke hier Verweis dann auch gefolgt, um Kontakt zum besagten Service-Team, ich mache gerade Anführungszeichen, Service zu bekommen. Okay, es gab wohl kein Service. Das Wort kriegt gleich nochmal einen ganz anderen Geschmack für euch. Hätte ich gewusst, was mich da erwartet, wie frech und wie dreist man sein kann, ich hätte die PSC angezündet. Ich hätte einen Tanz drum gemacht. Generiert wenigstens ein bisschen Wärme, ist dann auch nicht viel teurer als die Heizkosten gerade generell. Wie gesagt, hatte ich die Kontaktaufnahme gestartet und dieses wunderschöne Pop-up hier ist aufgeploppt. Dort steht, dass ich bitte hier ein Formular ausfüllen muss, damit meine Karte entsperrt wird. Ja? Entsperrt. Behalte das im Hinterkopf. Da wird nämlich knallhart rumgelogen. Entsperrt wird nämlich gar nichts. Im Gegenteil. Wusste ich bis dato natürlich nicht, deswegen habe ich das Formular einfach ganz regulär ausgefüllt. Kurz nach dem Ausfüllen bekam ich dann eine Bestätigungsmail, dass sich das Team von PaySafeCard möglichst schnell um die Causa kümmern wird. Plot-Twist, das ist nicht die erste und auch nicht die letzte Lüge von denen. So schrieben sie in derselben E-Mail noch zweimal, einmal hätte gereicht, dass sie vielleicht ein bisschen länger brauchen könnten, wegen viel Aufkommen. Ja? So kann man ja auch verdeutlichen, dass sie wirklich lange für den Schmuh gebraucht haben. Das ist auf jeden Fall eine professionell formulierte E-Mail. Warum? Ich verstehe das irgendwie alles nicht. Von diesem wunderbaren professionellen Unternehmen. Ja? Ihr seht die Mail hier. Hat übrigens nicht gereicht, in einer Mail zweimal dasselbe zu schreiben. Die haben mir diese Mail auch einfach nochmal geschickt. Exakt so, nur mit einer anderen Bearbeitungsnummer. Warum muss man das... Nach
Warum? 6 Tagen habe ich eine weitere E-Mail bekommen. Alter, hat das lange gedauert, so eine Karte zu entfernen? Ja? Oder mir eine neue auszustellen? Dachte ich zumindest, bevor ich die angeklickt habe. Haha, ne? Als ich die Mail aufgemacht habe, da hat mich der Schlag getroffen. Nach fast einer Woche schreiben sie mir Folgendes. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben Ihre Anfrage soeben an unsere zuständige Abteilung weitergeleitet. Oh, Alter, da würde ich ja abkotzen irgendwie. Bei sowas bin ich bis jetzt immer noch verschont geblieben. Ich weiß auch hier, der gute Dr. Schmerzer, den kennt ihr vielleicht aus den Kommentaren oder aus der Community und so, der hatte auch schon so oft Probleme mit irgendwelchen Anbietern, sogar mit PayPal. Ich hatte noch nie Ärger mit PayPal, noch nie. Oh, hatte der da einen Ärger und ich habe versucht, ihn irgendwie noch so ein bisschen zu helfen und fasst du dir manchmal im Kopf, was, wenn du ein Problem hast, einfach nicht bearbeitet wird, ne, so, wo du denkst, Alter, ich bin Kunde bei euch irgendwie, ich transferiere hier Geld, bis der Arzt kommt über PayPal und ihr kümmert euch um nichts irgendwie oder man erreicht euch nicht mal. Das war, glaube ich, bei PayPal auch noch das Problem, irgendwie mehrere Telefonnummern im Internet zu finden, Service-Hotline hier, Service-Hotline da und irgendwo geht irgendwie nie einer ran. Das ist auf jeden Fall das, was mir geschildert wurde. Ne? Ich selber hatte die Probleme noch nicht, aber es ist dann schon unter aller Sau. Geleitet. Nachdem Ihr Fall entsprechend bearbeitet wurde, werden wir Sie umgehend kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen, Ihr SlackSafe-Team. Die haben eine Woche gebraucht, um einen 16-stelligen Code weiterzuleiten. Wow. 16 Zahlen in der richtigen Reihenfolge eintippen, erfordert bei denen eine Woche. Selbst wenn da Tausende am Tag gesperrt werden, was ein absolutes Armutszeugnis wäre, sollte das innerhalb von einem Tag erledigt sein. Es geht ja wirklich nur darum, dass mein Fall weitergeleitet wurde, nicht um mehr. Ne? Da bin ich auf jeden Fall so ein bisschen salzig geworden. Ne? Ich gebe halt Geld aus und mir wird das einfach weggenommen und dann kommen die nicht aus der Pötte. Was soll das? Ich habe dann so ein paar Tage gewartet und dann mal eine Mail geschrieben, weil es mich doch wundert, dass diese fehlerhafte Sperrung wirklich eine Woche braucht. Was dann als Antwort kam, Alter, nee. Kannst du die ausmachen? Der Salzpegel war auf totes Meer angelehnt. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihre PaySafe-Card wurde aus Sicherheitsgründen aufgrund von Zugriffsverletzungen gesperrt. Was? Ich habe schon mitbekommen, dass da angeblich Sicherheitsprobleme vorliegen. Nee, da liegen aber keine vor. Danke, dass nach 10 Tagen nochmal die erste Mail wiederholt wird. Ja, vielen Dank. Auf Nachhaken. Was denn dort für eine dubiose Zugriffsverletzung stattgefunden haben soll? Habe ich keine Antwort bekommen. Weiß ich bis heute nicht. Weiter in der Mail hieß es, wir können das Guthaben Ihrer PaySafe-Card gerne auf Ihr Bankkonto zurücküberweisen. Nein, ich möchte meine Karte entsperrt haben. Ich möchte das nicht. Hierzu nutzen Sie bitte unseren Online-Antrag auf Rückerstattung. Wofür habe ich den Entsperrungsantrag ausgefüllt? Wofür? Tragen Sie einfach... Damit du was zu tun hast, damit dir nicht langweilig wird. Ja, einfach ist bei denen gar nichts. Ihre Daten in das Formular ein und laden Sie eine Kopie der PSC hoch. Sie erhalten den Betrag innerhalb von 11 Tagen auf Ihr Bankkonto. 11? 11 Werktage? US-Werktage oder, also ihr müsst euch vorstellen, das heißt erstmal 21 Tage warten, bevor ich mein Geld zurückbekommen könnte. Ja? Sitzen da eigentlich nur Fleckmons im Unternehmen bei denen? Ist für mich aber eh nicht interessant. Ich will ja einfach nur, dass meine Karte entsperrt oder mir eine neue ausgestellt wird. Sollte ja kein Problem sein. Denkst du? Ich habe in 2 E-Mails von mir klargestellt, dass ich diese Möglichkeit der Rückerstattung aufs Bankkonto nicht in Anspruch nehmen werde. Was auch einen bestimmten Grund hat. Boah, ich wäre richtig durchgedreht, glaube ich. Ich wäre richtig durchgedreht. Aber dazu kommen wir gleich noch. PaySafe antwortete auf meine Anfrage Folgendes. Bitte beachten Sie, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, Ihr Geld auf Ihr Bankkonto zurückzuerstatten. Das ist gelogen. Es gibt 2 andere Möglichkeiten, nachweisbar. Die möchten nur nicht. Fühlt sich gut an, wenn der Support einem fett in die Fresse lügt. Ich habe Präzedenzfälle, bei denen eine Entsperrung kein Problem war. Und wenn das nicht gehen würde, warum gibt es dann einen Antrag auf Entsperrung? Ha? Von wegen in den AGB steht ja Folgendes, bla bla, Ihr Fall. Ha? Ich bekomme ja nicht mal gesagt, was mein Fall überhaupt zu bedeuten hat. Bitte befolgen Sie daher die Anweisung, die wir Ihnen in unserer vorherigen Mail gesendet haben. Alter, kannst du nicht ausmalen. Also, was lernen wir daraus? Nie wieder PaySafe-Karten kaufen. Diese besagten Anweisungen sind der Grund, warum ich die Bankrückerstattung unter gar keinen Umständen in Anspruch nehmen werde.
Ihr fallt gleich um, wenn ihr hört, was sie von mir wollen, um mein Geld, das sie mir weggenommen haben, zurückzugeben. Ja? PaySafeCard verlangt von mir, Folgendes per E-Mail an sie zu übermitteln, bevor sie mir mein Geld zurückgeben. Meine Kontodaten, ne, ist kein Problem, ist ein prominenter Bestandteil einer Überweisung. Ja. Meine vollständige Adresse, sprich meinen aktuellen Wohnort. Ich soll mich vor den Doxen per Mail, was ja auch so super sicher ist per E-Mail, eine Kopie der PSC und meinen Ausweis, Vorder- sowie Rückseite. Warum brauchen die meine höchst privaten Daten, um das Geld, das sie mir weggenommen haben, zurückzugeben? Ja, vor allen Dingen, ja, warum, ey? Also, sie sehen ja, dass das Geld, also, dass diese Safe-Karte da, Pay-Safe-Karte benutzt wurde. Das heißt, sie können ja Betrug oder sowas, können sie ja im Endeffekt dann erstmal, ja, ausschließen, ne? So, derjenige, der diese PaySafe-Karte hat, meldet sich bei denen. Ja, dann gebe ich doch das Geld zurück oder schalte die wieder frei oder was auch immer. Warum das alles? Gut, die Kopie der PaySafe-Karte, gut, nochmal, ne? Damit es auch wirklich hier so, zack, das ist die Karte, damit die das vielleicht nochmal mit dieser Seriennummer abgleichen können. Das könnte ich vielleicht noch verstehen, aber Lichtbildausweis, Adresse, interessiert doch keine Sau. Eben. Wäre es jetzt mein Name, ist das ja völlig verständlich. Aber warum wollen die meine Adresse, meine Größe, meine Augenfarbe, meinen Geburtsort und alles von mir haben? Das ist sowas von frech und dreist. Natürlich habe ich denen mitgeteilt, dass ich mich nicht per Mail vor denen doxen werde, um mein Geld zurückzubekommen. Das ist ein absolutes No-Go. Wisst ihr, was ich darauf als Antwort erhalten habe? Nochmal exakt dieselbe E-Mail wie vorher, die mich dazu auffordert, meine Daten rauszurücken. Da sitzt übrigens ein Mensch vor, kein Bot. Schätze ich zumindest, ne? Weil die Nachrichten, die ich bekommen habe, die waren sehr personenbezogen. Sehr bezogen auf das, was ich vorher geschrieben habe. Das ist dreist. Sie sagen Adresse her. Alter, kannst du dir nicht ausdenken, oder? Sonst stehlen wir dir dein Geld. Ich sage nein, nix Adresse, Geld her. Sie sagen Adresse her, sonst stehlen wir dein Geld. Das habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Ich muss zugeben, in meiner Antwort bin ich wirklich dezent salty geworden, aber ich finde auch berechtigt. Nein, sie entsperren mir bitte umgehend die Karte oder stellen mir eine neue aus. Sie als Unternehmen können nicht einfach willkürlich gekauftes Guthaben entwenden. Sollten sie nicht bereit sein, mir die Karte zurückzuerstatten, ziehe ich in Erwägung, öffentlich darüber Bericht zu erstatten. Das ist aus meiner Sicht ein ziemliches Unding und darüber kann man berichten. Wenn ich schon eine Reichweite habe und mir dann sowas passiert, da kann ich doch auch mal andere Menschen warnen, oder? Wenn man googelt, ist das übrigens ein häufiges Problem. Manche Leute kriegen ihr Geld zurück, andere nur bei Selbstdoxing. Wiederum andere haben es anscheinend nicht bekommen, wie sie berichtet haben. Aber das sind nur Aussagen von anderen Menschen. Ich habe Christian Solmecke gefragt, ob das überhaupt so in Ordnung ist, was sie da machen. Er schrieb mir Folgendes. Hi Robin, schwer zu sagen, grundlos darf natürlich niemand sperren. Wenn die keinen vernünftigen Grund nennen, was sie selbst auf Nachfrage nicht tun können oder tun wollen, sind sie definitiv im Unrecht. Schön, das auch nochmal juristisch bestätigt zu haben. Mhm. Aber hey, wie gesagt, ich warne ja nur davor, dass sowas passieren kann bei denen, ne? Dass ihr euch eine PaySafe-Card kauft, um was in Games zu erwerben oder sonst irgendwas und die euch einfach weggenommen wird. Die Konversation mit PaySafe-Card ging noch weiter. Auf meine salzige Nachricht, hätte ich schon gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Dass ich nicht gewillt bin, meine privaten Daten an solch ein, in meinen Augen, höchst unseriöses Unternehmen weiterzugeben, schickten sie mir nochmal die allererste Mail. Die wirklich erste, dass mein Fall jetzt bearbeitet wird. Später bekam ich dann nochmal zwei Mails von denen, in denen sie mich erneut aufgefordert haben, meine höchst privaten Daten an sie weiterzuleiten. Ja, die halten mich übrigens anscheinend für einen ziemlichen Trottel. Ne? Die geben mir nämlich ein Beispiel dafür, was zum Beispiel ein Name bedeutet. In das Feld Name schreibe ich meinen Namen rein. Gibt's anscheinend ja gar nicht. Denken die, dass mein Kopf nur mit Knete und Murmeln gefüllt ist. Und die auch manchmal ein bisschen durcheinander geraten. Das wurde mir einfach zu bunt. Bis plötzlich nochmal die Aufforderung kam, meine Daten zu leaken. Nochmal, Fazit, PaySafe hat mein Geld entwendet und sie sind nicht bereit, es mir zurückzuerstatten. Ich weiß auch nicht, warum die so scharf um meine Daten sind. Was wollen die damit? PaySafe Card existiert übrigens, um anonym im Internet bezahlen zu können, ohne seine Privatdaten rauszugeben. Was für eine unglaubliche Ja, dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Moral. Ich benutze übrigens zurzeit kein PayPal, deswegen bin ich auf die PSC zurückgegangen, falls ihr euch fragt. Als ich mal so nachgeschaut habe, wie es denn so mit dem Datenschutz bei denen aussieht, ein Unternehmen, das dafür da ist, anonym im Internet zu bezahlen, die sollten ja eigentlich gute Datenschutzbestimmungen haben. Ich bin aus allen Wolken gefallen. PaySafe verwendet die erhobenen Daten von uns, um neue Angebote und Produkte vorzustellen. Die kontaktieren mit deinen Daten Dienstleister,
und vermitteln die an Drittanbieter. Und das war's noch nicht. Die nehmen sich heraus, Daten in bestimmten Fällen einfach so weiterzugeben. Wir können ihre personenbezogenen Informationen an Drittparteien weitergeben, um ihnen die von uns angebotenen Produkte bereitzustellen. Unter diesen Drittparteien fallen unter anderem Dienstanbieter, Kreditauskunfteien und Kreditinstitute. Der Herr Red möchte sich also bitte keine PaySafe-Card kaufen. Entschuldigung. Wir können ferner ihre persönlichen Daten an Drittparteien wie unsere oder andere zuständige Aufsichtsbehörden sowie Drittparteien, mit denen sie möglicherweise Geschäft gemacht haben, weiterleiten. Und jetzt wird es richtig kritisch. Die über sie erhobenen Informationen können an Empfänger weitergeleitet sowie von Empfängern gespeichert und verarbeitet werden, die sich in Ländern außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums befinden. Diese Länder haben unter Umständen Datenschutznormen, die von jenen in ihrem Heimatland abweichen und in manchen Fällen weniger einschränkend sind. Ihr wisst, was das heißt, oder? Die Übertragung von Informationen über das Internet ist nicht uneingeschränkt sicher. Wir sind sehr bemüht, ihre personenbezogenen Informationen zu schützen, I call Bullshit, können jedoch nicht für die Sicherheit der auf unserer Website übermittelten Daten garantieren. Ist toll. Denn sie kommunizieren mit uns über einen sicheren Kanal, den wir zuvor bereitgestellt haben. Alter, wie shady das ist. Kurz gesagt, die gehen mit euren Daten um, wie die Axt im Walde. So habe ich es zumindest verstanden. Ist es überhaupt rechtlich gesehen okay, jemandem das Geld ohne ersichtlichen Grund wegzunehmen und die Zurückgabe an Konditionen zu koppeln, die untragbar sind? Wenn man weiß, wie die mit Daten umgehen, dann ist es aus meiner Sicht völlig untragbar. Du willst das halt einfach nicht. Tja, ich bin jetzt mein Geld los, PaySafe behält das ein. Fühlt sich auf jeden Fall cool an, sein Geld so weggenommen zu bekommen. Aber hey, wie gesagt, ich warne euch ja jetzt vor sowas, dass sowas passieren kann. Es muss nicht passieren, es könnte aber, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Das soll es auch erstmal mit dem Video gewesen sein. Nächstes Video reden wir eventuell, na, vielleicht gibt es ein Update zum Gerichtsprozess, ne? Eventuell. Ich spiele jetzt eine Runde Dungeon Keeper 2, nicht erworben über PaySafe Card. Bis zum nächsten Mal. ja, fällt dir nichts mehr zu ein, ne? Also, pff. Aber das ist, wie gesagt, ne, PayPal hatte ich auch schon mal Probleme, oder nicht ich, sondern hier Dr. Schmerzer, tierische Probleme mit. Ist halt ätzend, ne, bei so großen Firmen, die dann nicht einfach sagen, ja komm, hier ist deine Kohle wieder und zurück, war unser Fehler, fertig. Wäre so einfach alles, ne? Fest ja an den Kopf, ey, scheiße. Ja, gut. Tut mir natürlich leid für den Nero. Ich meine, gut, 50 Euro. Wir werden ihm jetzt wahrscheinlich nicht so wehtun, wie es wahrscheinlich mir wehtun würde. Aber ärgerlich ist es trotzdem. Ne? Und wissen tue ich das auch nicht. Er hat ja am Anfang gesagt, er muss ein bisschen mehr Werbung machen, weil er hat viele Rechnungen zu bezahlen. Ja, kennen wir alle, ne? Ist gerade echt ätzend. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, lasst doch mal bitte ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis denne!